Lieber Olli, lieber Chris, ich bin's, euer Produzent. Es ist mir ein exzeptionelles Vergnügen und eine Ehre, dass ihr jetzt da Jubiläum feiert. Eine gloriose Gala. Die Zeit ist wunderschön mit euch. Es ist mir ein Vergnügen. Es ist ein Geben und ein Nehmen und ich bin sehr stolz, von euch genommen zu werden. Und es ist mir eine wahre Freude, es euch zu geben. Und ich hoffe, dass ihr weiterhin so tolle Sendungen macht und dass ihr weiterhin das Publikum so glücklich macht, wie ihr es nie macht. Ich habe jetzt nicht mehr viel was zum Sagen, außer dass ihr bitte davon Abstand nehmt, die ganzen geilen Platzl in Oberkärnten an euer Millionenpublikum zu verraten. Das braucht nämlich eigentlich keiner. Redet von Müllstedt, dass ihr meinetwegen, aber lasst den Weißen See in Ruhe. Das muss einfach auch gesagt werden. Und jetzt möchte ich schließen mit den Worten von einem Großen, der vielleicht auch irgendwann einmal ein Held wird und der in meiner Jugend eine bedeutende Rolle gespielt hat. Und vielleicht wisst ihr weniger. Oliver, das war eine schöne Sendung. Aber ich glaube, es wird langsam Zeit. Das Geplänkel. Wer begrüßt, du oder ich? Begrüßt du wieder mal, hä? Ja, Haus beim Fetti, habt ihr nicht ich begrüßt. Ist schon so lang her. Ja. Nein, ich glaube, da habe ich ein wunderschönes Intro gemacht. Du hast dann nur noch nicht Okay. angehört. Wenn Ja. du es schon angefragt hättest, dann Dann wüsstest würde du ich das wissen. Aber ich habe das ja gesagt, dass ich mir noch nicht angehört habe. Ich spiele ja mit offenen Karten. Ich bin ja Wow. da. Oder? Ja, super. Finde ich eine tolle Ah. Sache. Warte mal, das höre ich nicht mehr gescheit. Ehrlichkeit ist für mich ganz, Alter, startest du die Podcasts in letzter Zeit immer einfach auch damit, Entschuldigung, irgendwas passt technisch nicht, ich weiß nicht genau, ich höre dich nicht. Geleck. Okay, geht schon, geht schon. Ja. Pass auf. Guten Nachmittag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist eine ganz besondere Folge. Noch einmal. Herzlich willkommen zur Gala-Sendung. Das ist unser erster Geburtstag. Na, was soll ich sagen? Du bist echt der schlechteste Eröffnungstyp. warte, Ich lass mich noch finde, mal kurz. Ah. das ist eh schon genau das, was auf Sendung kommen sollte. Also das passt schon. Von mir auch herzlich willkommen. Wer immer sich das jetzt anhört. Es wird jetzt eine sehr launige und improvisierte Zeit werden, würde ich sagen. Wir haben gar nicht uns sehr viel großartig aufgeschrieben und auch nicht vorgenommen. Mal schauen, wir lassen jetzt einfach laufen. Unsere Köpfe sind frei und kreativ. So wie es für Genau eine Gala so sein soll, ne? ist es, lieber Oliver. Und gleich vorweg habe ich einmal eine Frage an dich. Wer hat denn dir, oder wo besser gesagt, hast denn du dieses wunderbare grüne T-Shirt, das du gerade trägst, gekauft? Das habe ich beim Laden in Wien, der heißt Buntwäsche, gekauft. Der hat aber leider Natürlich. mittlerweile geschlossen. Das ist so Oh, eine wie schade. kleine Boutique. Okay. Das war, sind wir sehr oft vorbeispaziert, meine liebe Frau und ich, und haben gesagt, ma, klasse Sachen. Wenig für Erwachsene, aber ganz viel für kleine Kinder, so bunte Sachen, darum halt Buntwäsche. Haben wir gesagt, wenn wir mal ein Kind haben, dann kaufen wir dort ein. Dann haben wir ein Kind gekriegt, haben dort einkauft und jetzt hat er zugemacht. Aber es passt eh, weil das Kind ist ja jetzt eh schon zu groß fast für die Wäsche von dort. Ah, wirklich so kleine Sachen. Aber erstaunlich, dass du trotzdem reinpasst. Finde ich toll. Finde ich, ist eine schöne Eröffnung für den Tag, Olli. Ich habe sie schon vorweg Ja, geschickt. Wir sind ja hier aus einem ganz Entschuldigung, besonderen nämlich Grund. Werbung für einen Laden, den es nicht mehr gibt. Das ist unsere Eröffnung. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Buntwäsche, der Laden, den es nicht mehr gibt.
Ja, Olli, wir sind ja da aus einem bestimmten Grund. Wir nehmen ja nicht nur zum Spaß auf. Es ist halt eine Gala-Sendung, habe ich schon gesagt. Was wird uns heute ungefähr erwarten? Kannst du das den Zuhörerinnen und Zuhörern? Oder gibt es da auch so wie bei, man sagt mittlerweile, bin ich draufgekommen, nicht mehr Lehrer und Lehrerinnen, sondern jetzt spricht man von Lehrpersonen. Sollen wir auch von Zuhörpersonen sprechen, um dieses Zuhörerinnen und Zuhörer abzukürzen? Auf jeden Fall, finde ich, ist eine sehr tolle Sache. Bitte, machen wir das in Zukunft. Du, was erwartet unsere Zuhörpersonen? Unsere Zuhörpersonen erwarten einige Grüße von diversen Figuren, die immer wiederkehrend in unserem Podcast zu Wort gekommen sind oder auch zu Musikeinlagen gekommen sind. Das ist eigentlich das Einzige, was wir vorbereitet haben. Und ansonsten mal schauen, was uns einfällt. Ich habe eigentlich nur eine einzige Sache, die ich sagen wollte. Ja, ja. Soll ich damit gleich aussehen, oder was? Nein, kannst du ja warten damit. Und wir schweigen uns jetzt ein bisschen an. Das geht auch. Ein Schweige-Podcast. Du, es ist so, das ist ja unser einjähriges Special. Wir haben ja vor einem Jahr mit dem Podcast begonnen. Deswegen auch das einjährige Special. Ah, ich habe schon überlegt, warum einjährig. Genau, und wir haben ja zu... Wir sind aber, muss man auch dazu sagen, ein bisschen zu spät dran. Wir sind einige Wochen verspätet. Aus dem einfachen Grund, da wir beide andere Podcasts vorher aufgenommen haben und die senden wollten und jetzt eine schwierige Zeit momentan ist, eine aufregende Zeit, eine langweilige Zeit, eine isolierte Zeit. Und wir überlegt haben, oh, ist das überhaupt die Zeit für eine Gala? Und wir haben da viel hin und her und ich will euch das quasi long story short, wir haben uns dazu entschieden, die Gala aufzunehmen und das machen wir hiermit. Und wir schenken sie euch an diesem schönen Nachmittag. Ich sitze herinnen, draußen ist es wirklich super, wahrscheinlich über 20 Grad Wetter, Sonnenschein. Der Olli kann es bei mir auf meinem Videotelefonie-Hintergrund erkennen. Es ist absolut schön draußen. Aber ich bin eigentlich nicht so ein Typ, der ständig draußen sein muss. Drum stört es mir gar nicht so, dass ich mal kurz herinnen bin und diese Gala aufnehme. Ich habe mir gedacht, das ist deine Ausstrahlung, die was ich da so peripher um deinen Kopf herum noch mitbekomme. Dabei ist das die Sonne, die da hinten einer glitzert. Das würde ich mir wünschen, dass ich so eine Ausstrahlung hätte. Aber Olli, du hast was Wichtiges zum Sagen. Ich habe ja nur geschwafelt. Bitte erzähl mal. Hast du einen Punkt? Es gibt einen Punkt und das ist, erstens wollte ich nur dazu sagen, was du gemeint hast, dass wir jetzt uns dafür entschieden haben, die Gala zu machen für euch. Das ist richtig. Aber ein bisschen ein Beweggrund ist, dass wir jetzt nur keinen neuen Helden beide vorbereitet haben und uns mit der Gala ein bisschen drüber retten eigentlich, ja, oder? So transparent kann man auch mal sein. Ich habe ja schon mal gesagt, ja, das Verhältnis zwischen dem Podcast-Universum und uns ist natürlich ein Verhältnis vollkommenen Vertrauens. Also das ist schon okay. Wir feiern ja das einjährige Jubiläum und das sollte man so begehen, so würdig begehen wie nur möglich. Bitte, Olli. Ja, vielleicht mit einem Gruß von unserem guten Freund, dem Bernhard Schnur, der schon bei uns als Gast auch da war, der bei uns zu Gast war, so wollte ich sagen. Und ja, ist ein paar Folgen her, genau. Genau, den würde ich euch sehr ans Herz legen, euch Hörerinnen und Hörern. Ein sehr netter Mensch gewesen. Liebe Hörpersonen. Bitte nicht vergessen, ja. Ja, ein toller Mensch, der uns einen lieben Gruß dann auch noch dagelassen hat. Check this out. Juppidu, 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 didididin, didididin, din. Tanti Aguri zum einjährigen Jubiläum des Podcasts von mir, Bernhard Schnur. Schönen Abend. Danke, Bernhard. Danke für diesen lieben Gruß. Wir lieben dich. Genau, also alle, die vielleicht noch nicht drauf geklickt haben, weil sie gedacht haben, wer ist dieser Bernhard Schnur? Du,
wer ist denn dieser Bernhard Schnurr? Den kenne ich nicht. Habt keine Angst vor was Neuem, auch wenn ihr diese Person nicht kennt, ist das kein Grund, uns keinen Download-Klick zu schenken. Ganz, ganz genau. Ist eine wunderbare Musikperson, die schon sehr lange unterwegs ist und hoffentlich noch sehr lange unterwegs sein wird. Und bei uns so richtig abgerockt hat. Also alle, die ihn angekocht haben, haben sie sicher im Nachhinein mit ihm beschäftigt, weil das eine interessante Sache war. Ja, was haben wir denn nur so für tolle Erlebnisse gehabt im letzten Jahr miteinander? Wir haben ein paar so, und das wollte ich eigentlich die fragen, das ist eigentlich das Einzige, was ich vorbereitet habe. Was liebst du an unserem gemeinsamen Projekt? Vielleicht kannst du in dich hineingehen, spür mal eine in dir. Christian, komm, spür mal ganz tief ein und sag mal, was ist die Liebe zu unserem schönen Projekt? Was macht es aus? Dann sagt er dafür ja ich, was ich liebe dann. Ehrlich? Ja? Ehrliche Antwort ist, ich genieße es sehr, mit dir dadurch so regelmäßig in Kontakt zu stehen. Mhm. Das finde ich einen sehr schönen Weg, um eine Freundschaft zu bewahren und vielleicht noch weiter auszubauen. Das macht mir sehr viel Spaß und ich habe auch manchmal Spaß daran, Podcasts zu schneiden und Jingles zu machen. Vor allem die neueren, der vom Dieter zum Beispiel, der hat mir sehr viel Spaß gemacht, als ich den gemacht habe. Und da habe ich mich dann auch sehr über die positiven Rückmeldungen von dir und von Dieter darüber gefreut. Andererseits finde ich es auch sehr schön, wenn man an Helden vorbereitet, dass man wieder mal ein bisschen in der Vergangenheit schwelgt und sich jemanden, den man irgendwann einmal verehrt hat oder gern gehabt hat oder der wichtig war für einen, wieder mal genauer anschaut und drüber dann spricht. Das finde ich sehr toll und darum mache ich es auch. Also das ist der Antrieb an dem Ganzen. Und die Verrücktheit, die manchmal durchklingt, ja, das ist auch etwas, was mir sehr Spaß macht, vor allem die Telefongespräche, die wir zwar führen und über die Zukunft des Podcasts reden, da entstehen wirklich viele schöne Ideen, die ihr da draußen nie zu Ohren bekommen werdet, aber das ist auch etwas, was man wirklich taugt. Ja. Und dir? Du, was mag ich? Also angefangen hat das Ganze, also für mich das ganze schöne Projekt ja schon mal damit, einfach sich damit auseinanderzusetzen und dann zum Beispiel Kontakte zu knüpfen, wie zum Beispiel zu unserem lieben Freund, unserem Musikerfreund aus Salzburg, den ich ja dann gefragt habe, ob er uns den Jingle einspielt. Und dazu passend vielleicht gleich, der hat uns nämlich eine, und das passt dazu verrückt ganz gut, eine für mich persönlich sehr verrückte Nachricht zukommen lassen und hat uns auch gratuliert zum Geburtstag. Also vielleicht spielen wir die kurz mal an der Stelle ein. Ganz liebe Grüße aus Salzburg an den besten und einzigen Podcast, den ich höre. Lieber Olli, lieber Christian, mir ist zu Ohren gekommen, ihr habt bald Podcast Geburtstag. Auf diesem Wege alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Macht's weiter so, ist wirklich eine tolle Sache, dass ihr es so lang geschafft habt. Viel Spaß bei den weiteren Folgen, vielleicht sieht man sich mal in Wien. Ja, lieber Musikerfreund aus Salzburg, danke für deinen schönen Beitrag. Würde sich, glaube ich, auch ganz gut für die Weihnachtsgala dann beim nächsten Mal wieder eignen. Vielleicht können wir den dann nochmal bringen, diesen kleinen Beitrag. Absolut, ja, das wäre schön. Genau, also das schon mal zum Beispiel. Und da ist einfach sehr viel Kreatives dabei. Also ich finde ja diesen Jingle, den finde ich genial. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe es eher schon ein paar Mal gesagt und ich sage es jetzt auch nochmal allen, wie heißt es, nicht Hörerinnen und Hörer, sondern Hörpersonen. Hörpersonen. Ich habe ein Lächeln über dein Gesicht huschen gesehen. Danke mal voll. Das Lied würde man, glaube ich, auch so anhorchen. Also vielleicht, ich glaube, das werde ich mir jetzt als Klingelton
in Zukunft einrichten. Ja, genau. Und dann habe ich es echt cool gefunden, dass sie einfach automatisch, weil das Konzept steht ja, Geplänkel, Held und Bananenrubrik, sage ich jetzt einmal, oder die paar Rubriken, Wort der Woche und so. Aber da hat sie dann im Laufe der Zeit einfach was hineingeschwindelt, so ein paar Insider. Und die taugen mir schon auch sehr. Also das Ganze auszuschlachten und kreativ einfach immer wieder zu bringen. Wie zum Beispiel, und da kommen wir zur nächsten Grußbotschaft, our English-speaking audience. Und das finde ich zum Beispiel auch voll schön, dass das einfach immer wieder erwähnt wird und rein gespeist wird. Also auch von our English-speaking audience liebe Grüße, und die spiele ich jetzt ein. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear, the right and the left hand of the podcast. Happy birthday to you and many more. Ja. Danke. Thank you for our English-speaking audience. Was heißt denn Hörpersonen auf Englisch? Listeners. Listener people dann eigentlich. Ja, wahrscheinlich. Wow. Listener people. Ich glaube, das ist die korrekte Aussprache. keine Ahnung, das korrektes Englisch auf jeden Fall. For our English-speaking audience and listener people. Mm. Die Megan, das möchte ich noch ganz kurz sagen, diese Opernsängerin, deswegen trällert sie da uns ja ab und zu eben ein bisschen was. Sie hat ja auch schon bei der He-Man-Folge, hat sie ja schon bei der Power of Grayskull uns zukommen lassen. Und die ist natürlich schon auch noch eine bekannte Person, die durchaus es wert wäre, vielleicht einmal genauer vorzustellen. Das wollte ich da jetzt einfach nur mal kurz so in den Raum stellen. Mir ist noch was ganz was Wichtiges eingefallen, das schneide ich da jetzt ein. Ich habe eigentlich mein Mikro schon weggepackt, aber es gibt ja natürlich noch eine Auflösung nachzuholen, und zwar vom Jim Carrey Podcast. Da ist ja die große Frage gestellt worden, wie man Jim Courier ausspricht, den Tennisspieler, und auch dazu hat uns die liebe Megan eine kleine Nachricht, eine Audiobotschaft geschickt und hat es aufgelöst. Das spiele ich jetzt da natürlich auch noch ein. Jim Courier? Courier. It would be like the messenger. Courier. Und so soll es auch sein. Genau. Und natürlich unser Coach, wie er sie entwickelt hat, das wollte ich heute eigentlich jetzt auch noch sagen. Das ist ja auch schön, wie sie unser Coach am Anfang mit kleinen Feedbacks geäußert hat, die wir aufs Minimalste und auf lustig ein bisschen zusammengeschnitten haben. Das kleine Comedy-Act. Und dann haben wir ihn total groß gemacht, muss man an dieser Stelle mal so sagen. Also wir haben ihn groß werden lassen und haben ihn eigentlich auch dabei sehr unterstützt, zum Beispiel mit dem eigenen Jingle. From Vienna, you had a thirst for knowledge. You studied something in any college. That's where I caught your eye. I wanna live like podcast people. I wanna do whatever podcast people do. I wanna sleep with podcast people. I wanna sleep with podcast Helden like you. Do do do. Ja, Ole, Christian, ihr seid zwei Common People mit einem ganz außergewöhnlichen Podcast.
mit ganz und gar Extraordinary People. Und ihr feiert jetzt eigentlich ein einjähriges Wahnsinn. Ah, joa. In einem Jahr, da kann viel passieren. Es kann auch nichts passieren oder es kann wahnsinnig viel passieren. In eurem Fall würde ich sagen, ist schon was passiert. Viele Helden hat es gegeben. Man denke nur an so herausragende Helden wie Diego in Austrofred. Pavarotti war dabei und sogar der Jesus. Recht gute Sachen. Es waren herausragende Geschichten. Geschichten, die das Leben schreibt. Zum Beispiel in Ole seine Friseure in Wien. Oder eine Geschichte über das Angreifen von kalten Gegenständen. War alles sehr launig, hat sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuhören. Ja. Und weil ihr das so gut gemacht habt, jetzt ein ganzes Jahr, habe ich mir gedacht, kriegt ihr auch von mir für eure tolle Geburtstagsgala ein paar Grüße mit einem sogar kleinen eingespielten Song, wenn ihr es bemerkt habt. Ich habe extra sogar drauf geschaut, ich bin unter 5 Sekunden und da muss man nicht an die AKM zahlen, also macht euch da keine Sorgen. Ja, ein Jahr Podcast, ein Jahr die linke und die rechte Hand des Podcasts. Kann es was Schöneres geben als ein Jubiläum? Das erste Jahr habt ihr geschafft, Burm. Das erste Jahr ist, eigentlich hat man gehört, immer das Leichteste. Das zweite ist dann viel schwieriger. Jetzt heißt's durchhalten, die gesamte Energie einstecken, die ihr hoffentlich noch habt, und weitermachen. Dranbleiben mit euren Helden und nicht vergessen, hört immer auf euren Coach, der hat wertvolle Tipps für euch, dass ihr die Energie hochhält, dass ihr das Level hält und dass ihr weiterhin erfolgreiche Casts aus sich bringen werdet. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur in Christian auch alles Gute und Liebe zu seinem Geburtstag zu wünschen. Ich habe zwar keine Ahnung, wann du genau gehabt hast, aber trotzdem an dieser Stelle Happy Birthday and many happy returns. Und ja, für euch ein Podcast natürlich eine weiterhin erfolgreiche und spaßige Zeit. Es soll ja natürlich auch Spaß machen, die ganze Geschichte. Und vergesst nicht, ihr habt natürlich euren Coach an eurer Seite. Ich bleibe euch treu. Ich halte euch die Stange. Und wie heißt es so schön in dem alten Lied? Ein Coach, ein guter Coach, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Coach, ein guter Coach, das ist das Beste, was es gibt. Nun sei doch nicht betrübt, auch wenn dein Coach dich kritisiert. Ein Coach, ein guter Coach, das ist das Beste, was es gibt. Bam, bam. Ist der Dieter. Das ist wie bei FM4, der Hermes, der was am Anfang immer bei Radio Blume angerufen hat und dann irgendwann mal eine eigene Show gekriegt hat. Ja. Das musst du halt auch drauf haben. Oh! Ich kriege einen Anruf. Eine coole Musik hast du. Danke. Ja, hallo Kulti. Ja, hallo, grüß dich, servus. Ich habe deinen Anruf verpasst, ich war gerade beschäftigt mit Kuchenteejause. Kuchenteejause? Ich telefoniere gerade. Komm gleich, ja? Ja, grüß dich. Sind das deine Mitbewohner? Ja, meine kleinen Mitbewohner. Baby Konrad liegt gerade bei mir und der Größere wollte gerade einen Couch hier haben. Ne? Okay. Du, was ist denn der Grund deines Anrufs? Willst du uns vielleicht etwas sagen? Ja, ich habe gehört, ihr habt ein Jahresjubiläum. Da wollte ich Ja, vielen Dank dafür. Auch vom Oliver. Danke auch.
Das freut mich sehr, ja. Ja, erstaunlich, erstaunlich. Dass das wirklich schon ein Jahr her ist. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Ja, voll, gell? Ein Jahr vergeht schnell. Alles klar. Gut, du, ich mag dich ja gar nicht mehr länger aufhalten. Danke für den Anruf. Ja. Und ja, bitte gerne. Und euch noch weitere schöne Podcast-Folgen. Und ja. Ja, danke. Vielleicht euch wieder mal live zu sehen. In hoffentlich nicht zu ferner Zukunft. Ja, wir haben eh vor, mit dem Podcast da live auf Tour zu gehen in nächster Zeit. Und spätestens dann kannst du uns dann gerne, natürlich bist du auf der Gästeliste, das ist sowieso fix. Fantastisch. Und ja, danke nochmal für den Anruf und bei der Weihnachtsgala, dann werde ich dich gerne wieder mal einspielen. Oder eigentlich, du kannst jederzeit anrufen. Wenn wir podcasten, ja, ruf bitte an, okay? Okay, na gut. Gut, ciao. Also dann. Alles Gute, ciao. So, das war der Kulti. Die Stimme kenne ich doch. Ja, dachte ich's mir. Der hat doch schon mal angerufen, der liebe Kulti. Der ruft immer an. Das ist unser Podcast-Anrufer, der Live-Anrufer. Ah, herrlich. Ach, so ein Zufall, hä? Huh? Ja. Unglaublich. Ich putze gerade die Kamera von meinem Laptop, weil durch diesen Klebestreifen, den ich da mit drüber geklebt habe, ist das jetzt alles so verschmiert. Und ich glaube, deswegen siehst du mich so weich gezeichnet. Kann das sein? Oder siehst du mich gut? Jetzt sehe ich sie wesentlich schärfer. Ja, das ist gut. So. Wenn du schon mal keine technischen Probleme hast, dann putzt die Kamera, weil sie nicht in der Schärfe dich erscheinen lässt, wie du eigentlich es verdient hast. Na ja, voll. Ja, genau. Ja, okay. Hat sie eigentlich, es gibt ja noch jemanden, der immer wieder kommentiert und so. Zum Beispiel dein Bruder, hat der eine Grußbotschaft hinterlassen? Oder der Caruso, irgendeiner? Na, aber auch für meinen Bruder und für den Caruso jetzt an der Stelle natürlich, wenn ihr wollt, dann schneiden wir euch jetzt eine. Vor allem Caruso würde ich ganz gerne eine schneiden. Ja, es wäre interessant, wie der spricht. Ja. Hat sicher so eine komisch digitale Stimme. So, hallo, mein Name ist Caruso 1.0. Ich möchte euch an dieser Stelle. Nein, ich sag's oft an dieser Stelle. Egal. Was mir aufgefallen ist, ich habe jetzt die letzten Tage wahnsinnig viel Nachrichten hin und her schreiben müssen, beruflich bedingt. Mhm. Und aber auch die privaten Nachrichten. Es ist unglaublich, wie oft ich das Wort natürlich verwende. Mhm. Das ist total komisch, weil es kann man nämlich mit meinem App, was ich mir runtergeladen habe, wo man nur so drüber wischen muss über die Tastatur, da erkennt er das natürlich, weil das Ü erkennt er nicht gescheit. Und darum ist es mir aufgefallen, weil ich mir jedes Mal drüber geärgert habe, dass er es nicht erkennt. Und dann habe ich gedacht, ja, Alter, wie oft verwende ich eigentlich das Wort natürlich? Naja, du könntest dir eventuell Gedanken machen, ob du nicht ein anderes Wort dafür verwenden kannst. Danke für den guten Tipp. Mhm. Und ich würde da eines empfehlen. Ja, was und zwar selbstredend. Als Synonym für natürlich. Ja, Bombenidee. Ja. Oder nimm gewiss. Ja. Oder freilich. Oder nimm zweifelsohne. Oder einer von meinen Favorites ist auch garantiert. Ja, du hast natürlich recht. Da werde ich, oder? Da werde ich natürlich eins davon nehmen. Folgerichtig. Was du dann noch machen könntest, ist, dass du schreibst schlüssig. Liest du da? Ich sehe erst an deinen Augen, an deinen rollenden an deinen rollenden Augen oder wie heißt das in der Mitte von den Augen? Pupille. Ja, ich habe das jetzt vorgelesen, du hast vollkommen recht, ich habe da mir das Internet zu Hilfe genommen. So viele Synonyme wären mir nicht so schnell eingefallen. Ich hätte es dir schon zutraut, du bist doch natürlich der Herr Wissinger und der Herr Wissinger, der hat solche Sachen dann ab und zu schon drauf. Das ist okay, pass auf, ich schlag das ein paar vor und bitte alle, versprich mir, dass du wirst ja in Zukunft, ich habe da eine
eine Quelle, die sehr vertrauenswürdig ist, und du wirst da in Zukunft wieder viele Mails hin und her schreiben müssen. Spätestens, ich sage mal, Ende dieser Woche, Anfang nächster Woche, da wird es wieder dahin gehen. Und jetzt gebe ich da 5 zur Auswahl. Du entscheidest dich von diesen 5 für ein Synonym für natürlich, und ich bitte dich, mindestens für einen Tag statt natürlich immer dieses Synonym zu verwenden, okay? Also, get this? Ja, natürlich. Ja, okay, pass auf. 5 schlage ich davor. Statt natürlich. Wir nehmen einen meiner Favorites, gewiss. Dann hätte ich gerne, dass du zweifelsohne. Schlüssig. Oder du nimmst unverkrampft. unverkrampft oder garantiert. Wofür entscheidest du dich, lieber Olli? Für eines dieser Wörter, bitte, sag mal. Soll ich das nur mal vortragen? Ja, bitte. Aber ich glaube, ich habe schon Favoriten. Also es ist gewiss. Dann war, was war nur? Ich glaube, selbstredend. Zweifelsohne. Selbstredend von mir aus, garantiert. Was war noch? Ich habe mich eh schon entschieden. Ja, dann sag's. Ich nehme zweifelsohne. Zweifelsohne? Also solltet ihr da draußen mit meiner Arbeit zu tun haben und in der Großgruppe dann vielleicht das eine oder andere, die eine oder andere WhatsApp-Nachricht empfangen, geht es darauf achten, ob ich statt natürlich zweifelsohne verwende. Schade, ich hätte mich voll gefreut, wenn du gewiss genommen hättest. Aber zweifelsohne ist auch gut. Ja, man verwendet manche Sachen so temporär einfach öfters, kommt mir vor. Zum Beispiel unfassbar war auch so ein Wort, das in dem Podcast ganz oft gefallen ist. Und oder? Vor allem, ja. Ja, aber solange es nicht auffällt, dann kann man wenigstens was dagegen tun. Natürlich. Hey, natürlich. Zweifelsohne. Ja. Schreib das bitte auf oder so, weil damit ich es nicht vergiss. Ich schicke das in die blaue Gruppe, okay? Oh, yeah. Okay. Lieber Christian, jetzt ist mir gerade was eingefallen. Das haben wir nämlich, das spukt seit dem David Hasselhoff Podcast in meinem Hirn herum, weil ich habe da nämlich was ganz was Wichtiges vergessen, und das möchte ich jetzt in der Gala. Das ist eine Plattform, wo das, glaube ich, gut Platz findet, nur nachreichen. Mhm, und zwar bitte, bitte. Die Hookie Hookie Freedom Geschichte. Die haben wir nämlich nicht erzählt. Magst du unser Publikum, unseren ja, gern. Wie heißen es? Hörpersonen. Magst du denen das bitte nochmal erzählen? Ja, ich werde die Einleitung machen, und du steigst einfach irgendwann dann ein, okay? Also wir waren vor ungefähr 7 Jahren wird es her sein, waren wir Wahnsinn. Bei der ersten Hoffmania weltweit. Und die hat in Gmunden, Oberösterreich stattgefunden. Und nämlich an 3 Tagen. Am ersten Tag war ein David Hasselhoff-Konzert in dem Theater. Sehr intime Atmosphäre. Am zweiten Tag, am Samstag, war das große Open Air am Stadtplatz, ich meine groß unter Anführungszeichen, so für 10.000 Leute oder so. Und am dritten Tag war dann die Vorführung der Kids und auch noch Interview on Stage vom Hasselhoff und so. Wir waren am ersten Tag, am Freitag, im intimen Rahmen des Kinos, also des Stadttheaters in Gmunden, und haben den David Hasselhoff ganz, ganz nahe gesehen. Und dann war, Olli, hilf mir weiter, dann irgendwann hat er seine größten Hits gesungen, wo es ja viele gibt, und Looking for Freedom war ja einer der Höhepunkte, gell? Ganz genau. Und in Gmunden ist nicht jeder unbedingt der englischen Sprache mächtig, oder? Sehr, sehr gut formuliert und nett umschrieben. Ja. Aber zweifelsohne lassen sich diese Menschen zweifelsohne nicht davon abhalten, bei Liedern mitzusingen. Natürlich.
Okay, du Olli, und dann ist er neben oder vor dir gewesen? Oder war das, hat er nur irgendwer erzählt? Wie war das jetzt wirklich? Ich weiß es gar nicht mehr. Das haben wir schon selbst live miterlebt und er war vor uns und er ist aufgesprungen, weil er sich einfach so voller Euphorie war, weil Looking for Freedom endlich gekommen ist und sicher das Lied, was er am öftersten in seinem Leben schon gehört hat, ist aufgesprungen, hat in die Hände geklatscht wie ein echter Volksmusiker und ist so wie Rumpelstilzchen hin und her von linken Fuß auf den rechten und von rechten auf den linken und hat dazu gesungen. Was hat er dazu gesungen, lieber Christian? Hookie Hookie. Genau. Wie? Hookie 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 Freedom. Also Hookie 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 Freedom sogar, okay. Ja. Das war so unglaublich lustig und so liebenswert gleichzeitig. Ah ja, so wie die ganze Show übrigens. Wir haben es wahrscheinlich eh schon erzählt im Hesselhoff-Podcast. Das war ja eine unglaublich witzige und liebenswürdige Show. Diese Playback-Show damals. Hey, das war wirklich ein schönes Erlebnis mit dir. Wie so viele. Aber keine Sorge da draußen. Wir lassen auch in so lustigen Erlebnissen natürlich teilhaben. Darauf geben wir unser Wort. Dafür stehen wir mit unserem Namen, die rechte und die linke Hand des Podcasts. Oder? Ja, das wisst ihr eh, weil sonst hättet ihr uns eh nicht hören können. Also das ist schon gedacht, das ist ja voll sinnlos, dass wir immer sagen, wo man uns hören kann. Weil die Leute, die uns hören, wissen es ja eh. Na, du hast das Konzept nicht durchschaut. Die Leute, die uns zum Beispiel jetzt nur auf der Homepage runterladen und sie denken, was hat denn das für Loser? Die haben da einfach nur so eine Podigy-Homepage. Das ist irgendwie so ein unprofessioneller irgendwas. Und damit haben sie natürlich vollkommen recht. Damit haben sie natürlich überhaupt nicht recht. Und dann bemerken sie, weil wir das sagen, dass es uns überall gibt, sogar auf der großen, weltweit empfangbaren Plattform Spotify oder iTunes und so, denken sie sich, das ist ja was. Das gibt es ja durch. Ah, Da, wo der Michael Jackson und der Elvis auch sind. Da sind die auch. Okay, jetzt verstehe ich es. Das ist also einfach Fame, verstehst du? Mhm. Und die uns auf Spotify hören, Chlor, die erfahren dann, wow, die haben ja eine kleine Homepage auch. Sechs, die machen sich nur die Arbeit für uns Fans. Die fahren nicht nur über Spotify oder iTunes. Die machen nur eine Homepage. Richtig, richtig, genau so ist es. Ja, das ist cool. Und den möchte ich auch abholen, weißt du? Ich möchte alle abholen. Und was halt auch wichtig ist, ist, dass halt vielleicht die einen oder anderen Personen uns dann auf diesen, vor allem glaube ich auf iTunes geht das, oder auf Apple Podcasts oder so, dass man da die Sternebewertung abgeben kann. Je mehr Leute uns da gute Sternebewertung abgeben würden, desto höher steigen wir da bei dem auf der Plattform im Ranking und dann kann man uns sozusagen auch, dann wird man sozusagen einmal vorgeschlagen, auch wenn man uns nicht direkt sucht. Mhm. Ah, das war wieder der Teil mit der Anbiederung, nicht? Ja. Genau, ja. Ja, du hast angefangen. Ja, mein Gott, ja, bei einer Gala ist sowas erlaubt. Bei einer Gala-Sendung ist das erlaubt. Ja, ich sage immer, das ist Housekeeping, verstehst du? Man muss schon ein bisschen schauen, dass man sein Haus gut pflegt. Man muss ja drinnen wohnen. Hast du vollkommen recht, Olli, und ich mache jetzt da etwas, was vor einiger Zeit noch undenkbar war. Ich schaue mir jetzt nicht mehr nur Independent-Filme an, sondern ich habe seit 2 Tagen jetzt auch damit begonnen, mir die Marvel-Filme anzuschauen. Und ich muss sagen, ich finde die gar nicht so schlecht. Na, gratuliere. Bisschen so ein Insider-Tipp jetzt, ne? Für die Leute draußen. Schaut euch echt einmal Marvel-Filme an. Mhm. Hey, weißt du, was ich auch gemacht habe? Ich habe mir schon wieder mal was gekauft. Ich bin voller Verwerbung reingefallen. Mir hat die Shakti-Matte immer wieder in die Timeline gespült. Mhm. Und die habe ich mir jetzt bestellt. Und die verwende ich jetzt seit ein paar Tagen. Weißt du, was das ist? Happiness in a Bag. Shakti-Matte. Viele, die das hören, werden es vielleicht auch in der Facebook- oder Instagram-Timeline gehabt haben als Werbung in letzter Zeit. Das ist so eine Matte, wo du drauflegst und du hast lauter kleine Stacheln drauf. Kommst du vor wie ein Fakir.
Und das löst dann, wenn der Schmerz nachlässt, Glücksgefühle aus und soll den Rücken entspannen und total super sein und man schläft besser und alles. Wow. Und das war am Anfang extrem schmerzhaft, da habe ich es also ohne Leiberl überhaupt nicht geschafft und habe mir halt mit einem dünnen Leiberl draufgelegt. Mittlerweile kann ich das ohne Leibchen auch und da lege ich mich dann drauf und dann gebe ich mir diese 20, 30 Minuten täglich und höre Podcast währenddessen und finde ich wirklich super. Kann ich nur empfehlen. Ist meine Entdeckung des Jahres bis jetzt einmal. Klingt ganz toll, Christian, wirklich. Hast du irgendwelche neuen Gimmicks, Gadgets? Überleg gerade, ja, Auto habe ich mir gekauft. Oh, okay, ist eine große Investition, ja. Ist halt so schon wieder ein Monat oder eineinhalb her. Ist ja schon wieder fast zum Wechseln, oder? Kann man jetzt dann schon langsam dann auch wieder abstoßen, ne? Ja. Also, wenn man dann jetzt der Benzin ausgeht, das erste Mal, dann haben wir doch, bevor ich dann neu tanken muss, wenn dann die Geschäfte wieder aufsperren spätestens, ja, werde ich wahrscheinlich wieder zuschlagen und mir das 2020, das Mai 2020 Modell besorgen und das vom März zurückgeben. Erst, was hältst du davon, dass jetzt vor zwei Wochen bekannt gegeben wurde, wann wieder was aufsperrt? Was hältst du vom Tempo, gefühlsmäßig? Ja, ich glaube, das ist gefühlsmäßig heute davon, dass es akzeptabel ist und passt. Ich glaube, die Sache ist in den Köpfen drinnen, die Leute passen auf und von daher sollte dann auch die zweite Welle vielleicht wirklich verhindert werden können. Ich glaube, man muss halt wirklich aufpassen, was man aufsperrt, aber den Handel schon langsam wieder ein bisschen zugänglicher zu machen, beziehungsweise halt die Geschäfte aufzusperren. Und das Letzte, was halt wahrscheinlich aufsperren werden, sind dann halt so Sachen wie Spielplätze und so, denke ich mir mal. Weil natürlich kann man den Kindern es schwer erklären, dass zwar auf die Spielplätze allein spielen dürfen, aber nicht miteinander. Du, haben wir noch Grüße irgendwo? Vielleicht mein Cousin, mein Lieber. Hallo Olli, hallo Wayne. Ich möchte euch sehr herzlich gratulieren zum einjährigen Jubiläum vom besten Podcast aller Zeiten, die rechte und die linke Hand des Podcasts. Ich war nicht gleich von Anfang an dabei, bin aber dann richtig reingerutscht und freue mich jetzt jede zweite Woche, wenn es rauskommt, und bin schon ganz Feuer und Flamme, wer der neue Held sein wird. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute und grüße dir heute auch natürlich persönlich alles Gute zum Geburtstag. Bis bald einmal, ich freue mich. Ciao. Hast du vielleicht zum Schluss noch einen guten TV-Serientipp? Ich habe einen Nicht-Tipp, das ist Freud. Hast du Freud schon angeschaut? Nein, meine Frau will unbedingt, aber wir haben es uns noch nicht angeschaut. Irgendwie, also probier es, aber ist keine Empfehlung von mir. Verborgen, okay. Ganz komisch. Das einzige Gute da drinnen ist Georg Friedrich. Ja, der ist super. Ist immer gut. Voll. Aber der einen Freud spürt, schaut immer gleich rein. Egal, ob er sie freut oder ob er sie ärgert oder was auch immer. Das ist so. Du springst hin und her, verschiedene Ebenen und Träume und so viele Personen. Na. Genau. Okay. Nein, sonst habe ich gerade nichts. Na, du? Was schreibst du da auf die ganze Zeit eigentlich? Schreibst du das mit, was ich sage? Freud. Nicht ansehen. Nicht ansehen, genau. Nein, habe geschaut, ob ich mir noch irgendwas aufgeschrieben habe. Naja, ich habe mir angeschaut Outlander. Habe mir zuerst gedacht, das ist nicht wirklich was für mich. Ist eher etwas, was in die romantische Schiene Richtung Jane Austen und so geht. Aber war dann letztendlich nicht so. Da geht es, ist wurscht, schaut es euch an. Ich sage jetzt gar nicht, um was großartig geht, aber spielt im Schottland, in den Highlands des 18. Jahrhunderts. Aber es ist ganz interessant, weil es auch gleichzeitig um eine Zeitreise geht. Also eine Frau fällt in der Zeitloch, jetzt sage ich doch, um was geht. Und jetzt ist an sich, dass sie wieder zurückkommt
aber findet dann halt da in der Zeit so eine intensive Verbindung mit verschiedenen Personen und mit allen möglichen Situationen, dass... Bei Zeitlöchern und Zeitreisen bist du mit an Bord, das ist vollkommen klar. So ist es, du kennst mich wie deine Westentasche. Christian Westentaschentaler. Ja, und The Fall habe ich mir angeschaut, das haben wir vor einigen Jahren schon mal angefangen. Mit der und Scully, oder? Mit der Scully und mit dem 50 Shades of Grey Typen. Und er ist ein Massenmörder oder Serienmörder und sie ist die Superintendent. Auf jeden Fall die Polizistin halt. Und vor allem die dritte Staffel hat man jetzt taugt, weil die haben wir jetzt nach Jahren, erste, zweite haben wir vor Jahren geschaut, jetzt die dritte und die war super. Da geht es immer richtig um die Psyche des Serienmörders und man weiß nicht genau, spielt er doch nur ein bisschen was vor, damit er sich irgendwie druckt oder nicht. War recht cool. Also kann man zweifelsohne auch empfehlen. Das freut mich. Dann schaue ich vielleicht einmal rein. Genau, und das nur vielleicht ganz kurz. Ich habe mir ein paar Folgen jetzt von She-Ra angeschaut. Denn das haben wir ganz kurz im He-Man-Podcast erwähnt. Ja. Und ist von der Story her ganz cool gewesen. Also für He-Man-Fans auf jeden Fall auch was. Die Animation ist halt sehr kindlich. Mhm. Taugt mir nicht so, aber vergisst man dann auch noch an der Zeit. Ja, das war's von meiner Seite. Von meiner Christian. Auch. Ja, haben wir gut gefeiert, oder, Chrissy? Das war mal wirkliches Abfeiern. Große Laune. Ja, ich gratuliere dir auch nochmal recht herzlich dazu, dass wir das jetzt seit über einem Jahr machen. Ja, danke. War es für dich leicht, ein Jahr lang so intensiv mit mir zusammenarbeiten? Oder? Nein, aber schon leicht. War schon gut, ja. Das freut mich aber. Sehr gut. Okay. Ja gut, soll ich da die Bananenfrage stellen? Bist überhaupt bereit dazu? Ich bin seit fast einem Jahr niemals bereit für die Bananenfrage. Ja, und ich will jetzt auch nur ein kleines Geheimnis teilen mit unseren Hörpersonen. Schau, jetzt habe ich es drinnen. Danke, danke. Ich bin jedes Mal, also auch wenn ich mich eigentlich recht brav und gut vorbereite, meistens auf die Podcasts und mir sehr viel zusammenschreibe, du weißt, oft sind es seitenweise. Am Schluss schreibe ich immer nur Bananenrubrik. Und jedes Mal, wenn dann die Bananenrubrik kommt, denke ich mir, scheiße, warum schreibe ich nicht vorher irgendeinen lustigen Gag oder irgendein lustiges Wort ein, weil dann fällt mir spontan nichts Gutes zum Beispiel ein oder so. Naja. Und jetzt zum Beispiel ist es genau gleich wieder. Okay. Von daher... Ja, die Frage ist ja, bevor du das stellst, die Frage ist ja wirklich, ob die Bananenrubrik so gut ankommt, dass wir sie weiterführen sollen. Ich starte jetzt einmal, zwei Sachen sind mir jetzt neu eingefallen. Erstens der Fanausflug. Ja. Und das zweite ist die Bananenrubrik-Abstimmung. Ihr solltet auf fanpost@derpodcast.at bitte bekannt geben, ob ihr die Bananenrubrik weiterhören wollt oder nicht. Okay. Ja, oder unter YouTube kommentieren oder in unsere Facebook-Gruppe, der ihr beitreten solltet. Schreibt einfach hin, ja oder nein. Mhm. Das reicht vollkommen. Super Idee. Die Bananenrubrik. Bananenrubrik. Was findest du eigentlich besser, lieber Christian? Glatzköpfe oder Bananen? Bananen. Hey, 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 kommt's nochmal her mit euren Ohren, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Hörpersonen. Denn wer glaubt, dass wir eine Legende vergessen haben, der irrt. Natürlich gibt es auch Grüße von unserem allerersten Podcast. Und zwar dem legendären Pavarott-Gast, der ja niemand geringerer als mein hochgeschätzter Herr Papa ist. Mit diesen Grüßen verabschieden wir uns und sagen Ciao, bis zum nächsten Mal.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Hallo, liebe Freunde von die rechte und die linke Hand des Podcasts. Ich freue mich, dass ich beim Pavarotti-Podcast, dem sogenannten Pavarotcast, dabei sein durfte und wünsche meinem Sohn Oliver und seinem Freund Christian weiterhin so viel Freude wie bisher. Herzlichen Glückwunsch der rechten und der linken Hand des Podcasts zum ersten Geburtstag.